Ich habe also ganz schnell mal den Schaltplan für diesen Elektroschocker hingeschmiert. Hingeschmiert, weil das lässt sich wirklich schwer auf so einem Tablet zeichnen. Ich hätte vielleicht ein Lineal nehmen sollen. Na gut. Im Prinzip ist der Schaltplan ganz einfach. Ich hatte hier den Taster. Taster hat hier oben so ein Pfeilsymbol, ne? Das bloß nur nebenbei. Und dabei habe ich Folgendes erstmal gemacht. Wir betrachten erstmal den Relais-Stromkreis. Beim Relais habe ich Folgendes gemacht. Ich habe das Relais in Reihe mit seinem eigenen Ausschalter geschaltet. Das heißt also, wenn das Relais den Anker anzieht, weil Strom durchfließt, schaltet es sich gleichzeitig von alleine aus. Sobald es sich ausgeschaltet hat, fällt der Anker wieder ab, bringt wieder, schließt wieder. Der Anker fällt ab und der Schalter schließt wieder. Das heißt, es fließt wieder Strom durchs Relais und das geht immer so weiter und immer so weiter. Also, demzufolge wird immer wieder dieser Gleichstrom zerhackt werden, nämlich durch An- und Aus. Und das ist der Trick bei dem ganzen Elektroschocker in diesem Fall. Ja, ich mache mal weiter. So, jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Parallel zum Relais liegt die Primärspule des Transformators. Die ist klein und demzufolge fließt ein relativ hoher Strom und ja, jetzt kommt es. Die Primärspule wird aber mit, deswegen habe ich das als R2, gehört zu Relais, als R2 mit ausgeschaltet wieder von dem Relais selber. Also das Relais für sich, ich könnte das auch ohne diesen Kram hier hinten betreiben, würde stets summen. Ich glaube, ihr guckt mal, Relais als Summer, das haben wir schon mal im Unterricht gemacht. Allerdings ohne Elektroschocker. So, wenn ihr hier auf diese Links klickt, da erscheint immer das I, dann ist da nichts weiter dabei. Wenn man da drauf klickt, bleibt dieses Video stehen und es wartet, also kein Problem. So, jetzt schalte ich also ständig diesen Strom durch die Spule an und aus. Und was das bedeutet, heißt, es wird stets das Magnetfeld aufgebaut und ruckartig wieder abgebaut. Und dieses, vor allem dieses ruckartige Abbauen bewirkt eine Selbstinduktionsspannung und die ist wirklich drastisch hoch. Das Wichtige ist, gucken wir uns jetzt mal hier unten den typischen Verlauf, wie sowas in einem Trafo funktioniert, an. Normalerweise habe ich sinusförmige Verläufe, also ein weiches Anschwellen der Spannung, Abfallen, alles relativ weich. Wie ein Trafo im Allgemeinen funktioniert, hier wieder aufs I gucken, kein Problem. Wenn ihr es wisst, auch kein Problem. Geht's hier weiter. Es ist aber wichtig, die Geschwindigkeit des Spannung, Anspannung aus. Oder also nicht so wellenförmig, beziehungsweise auch die Frequenz. Je höher die Frequenz, beziehungsweise je steiler die Flanken sind, und das haben wir ja beim An- und Ausschalten tatsächlich, umso höher ist die Spannung, die induziert wird. Das nimmt man nimmt mittlerweile gar keine richtigen, keine herkömmlichen schweren Trafos mehr, sondern man kommt mit relativ wenigen Wicklungen in Schaltnetzteilen aus. Da hat man bloß ganz wenige Windungen, denn wir wissen ja, wenn ich steile Impulsflanken erzeuge, und das macht so ein elektronisches Netzteil mittlerweile, dann kann ich wahnsinnige Spannungen dabei induzieren in solchen kleinen Spulen. Dieses Prinzip ist übrigens auch das Prinzip des Tesla-Transformators. Bloß das hier, der Wagnersche Hammer, den habe ich hier im Fall mit dem Relais nachgebildet, dass der Wagnersche Hammer nichts anderes macht als das Relais selber. Also dieses ständige An- und Ausschalten und demzufolge. Aber da könnt ihr auch nochmal gucken, Tesla-Transformator habe ich mal live gezeigt. Wie der aufgebaut ist und so weiter. Also das ist nicht das Problem. Gut, ich hoffe, das funktioniert oder reicht aus, damit ich diesen Versuch damit erklären konnte. Ich wünsche euch was Schönes. Ach so, noch eine Bemerkung. Zum Schluss werde ich noch anfügen, falls ihr es nicht schon selber entdeckt habt, wie kann ich so einen Elektroschocker noch leichter bauen und als Fahrraddiebstahlsicherung nutzen? Das heißt also hier zum Schluss irgendwo erscheinen Links und ich weiß jetzt noch nicht, wo ich die genau anbringe. Und da geht es auch zu der Fahrraddiebstahlsicherung in Theorie mit Schaltplan und Praxis dann mal gezeigt, wie so ein Transformator aussieht, den man auch nehmen kann, den man eigentlich überall als Schrott findet. Na denn, ich wünsche euch was. Tschüss, tschüss.